Servus, willkommen zurück bei Solstone Survivors. Warum will ich immer was anderes sagen? Wir sind hier bei Halt of Torment. Weiter geht's. Banger Game, macht Bock. Die letzten Runs haben echt gefallen. Langsam nimmt das Spiel Fahrt auf. Die ersten paar Runs dachte ich mir, oh, mal gucken. Aber ist cool, auf jeden Fall. Wir gehen diesmal mit dem Cleric rein. Den Bild gucken wir uns mal an. Bild in Anführungsstrichen. Viel Auswahl haben wir immer noch nicht. Aber ja, wir nehmen Crit, alles wird zu Feuer. Wir haben E-Magic-Angriffe, also, naja. Attack Speed, Movement Speed, Standardrüstung. Wenn wir Leben verlieren, machen wir mehr Damage. Und wir kriegen Attack Speed für Gegner, die wir töten. Da haben wir auch noch nichts zur Auswahl, also. Ja, genau. So viel zu unserem Bild. Welche Skills wollten wir eigentlich nehmen? Wir gehen in die dritte Map rein. Unholy Crusade. Wir brauchen Metabolism, das ist Health Regen. Wir wollen sehr viel Health Regen kriegen diese Runde. Müssen wir einfach Magic Damage machen, also irgendwelche Magic Spells. Das ist, was wir für ihn brauchen. Und Forgotten Viaduct möchte Gegner töten, Gegner töten, Gegner töten, überleben und Gegner töten. Das heißt, wir nehmen einfach irgendwas. Worauf wir Bock haben. Klingt gut, damit können wir arbeiten. Rein. Klonk, klonk. Wait, hold up. Der hittet ja wie ein... Wow. What? Hat er... Ich hab überhaupt nicht im Kopf gehabt, dass der so dick hittet. Hat er das schon immer gemacht? Health Region hätte ich nehmen können direkt, aber... Wow. Eine Maschine gewesen. Was war das gerade? Warum haben wir... Haben wir direkt gehittet? Rex? Ja, Movement Speed ein bisschen kann uns nicht schaden. Oder Belph? Base Health? Wir gehen direkt auf Leben. Wir werden hier richtig tanky. Strong Health Region. Na komm rein. Wir laufen nach unten und holen uns direkt einen Spam mit dran. Hier nehmen wir Damage. 1000. Das war nicht mal ein Crit. Region und Movement Speed. Das ist unsere Combo. Aua! Das hat weh wie in dem Damage und Range. Wow. Namen Gottes und so. Prozent Damage Boost. Hier, dann lag das an den Gegnern, weil hier hätten wir jetzt keine 1000 mehr.
Attack Speed Main Weapon. Arcane Splinters. Sollte magical sein. Gucken wir zur Sicherheit mal rauf. Ah, das war bei Skill Select, hat man es gesehen, ne? Naja, whatever. Arcane. Das klingt sehr magisch. Ist er tot, wir kriegen was Neues, nehmen wir die Phantom Needles mit rein und nehmen wir mal die Aura hoch. Die Needles haben wir schon Sachen unlocked für. Ich glaube, die Aura brauchte man für einen anderen Charakter. Oder vielleicht kommt das bei dem. Ah, ich hätte glaube ich die Aura nehmen sollen zur Sicherheit. Naja. Wir nehmen Crit. Obwohl Metabolismus natürlich auch wichtig wäre für das Achievement. Da kommen wir schon dran. Die haben für 333 Minuten gespielt. Metabolismus. Damage für alles. Wirkt für alles. Additional Attacks, gut. Da ist ein Reiter. Uns auch direkt hitten lassen. Crit Chance und Crit Damage. Nehmen Damage für die Main-Waffe.
Metabolism 3. Weiter down. Base Attack Damage. Nehmen wir mit. Ja, equippen wir aber nicht. Oh, ein Golem. Gucken wir uns den Golem an. Schauen wir mal, der Base Damage für die Main Waffe. What the fuck? Okay, der Golem ist einfach ein Bakugan. Subscribe jetzt zum Channel, wenn ihr wisst, was Bakugans sind. Ansonsten seid ihr nicht alt genug. Oder jung. Whatever. Just kidding. Range. Attack Speed. Wow, der haut echt schnell rein. Der macht ja Schaden. Cool. Darf er gleich noch mehr machen, 10%. Nehmen Multi-Hit rein. Dabei, wir laufen einfach mal in Richtung der Menschen. Und noch dazu am Well vorbei in Richtung Magneten. Metabolism 4. Ah, vielleicht kommt hier auch ein Skill raus. Oh wow, der dreht sich nicht einfach nur, der hat auch gutes Tracking, what? Holy shit. So sick. Nehmen wir den Dragon's Breath rein. Aber weil der letztes Mal doch gut Feuer gemacht hat. Ja, okay. Gut Damage meine ich.
Crit Damage Bonus. Komm, nehmen wir den magnetischen Mann. Piercing für alles, ist gut. Weil unsere Angriffe, glaube ich, alle nur die Needles Piercing brauchen. Na, vielleicht kann der Golem was damit anfangen. Roll Duration, okay. Oh, Nashang ist On-Hit-Effekte zu triggern. Ah, die Geister. Die ticken mit dem Feuer dann natürlich gut weg. Magnet. Bisschen zu früh dafür, naja. Burn Chunks, Additional Flames, 10% Area. Mit dem Attack Speed auf alles. Laufen wir gerade durch. Ein bisschen Damage müssen wir auch nehmen. Weil wir uns ja heilen müssen. Erstmal mit Damage. Wir nehmen Crit Chunks rein. Ne, wir machen die Wolfen das hier mal. Der wurde richtig zerstört. Haben wir den letztes Mal tot bekommen? Ich glaube ganz knapp nicht. Ja, ja, ich, an den erinnere ich mich. Der ist tot, was kriegen wir hier Schönes? Aha. Hit Damage. Da haben wir ihn weg, den Frost Knight. Hab schon vergessen, was das brachte. War das das Summoner? Nee, ich glaube nicht. Egal, finden wir es raus. 40% mehr Crit Damage. Das ist was Spannenderes.
den Ring runter. So. Und hoch. Und noch eine Wine Bottle, okay. Und den equippen wir mal. Wie viel Crit-Chance haben wir? 0% Crit-Bonus? Aber warum? Können wir nicht? Klar können wir critten. Wir sollten auf 100% sein, ja. Ich sehe ja die Crits. Naja. Attack Speed. Unser Basic-Angriff nicht critten. Naja, das zählt sowohl für die anderen Sachen, denke ich mal auch. Naja, laufen wir mal nicht weg vom Brunnen, sondern hin, damit wir auch Sachen abgeben, bevor wir hier noch sterben. Und wir haben uns genug regeneriert, sehr schön. Wir brauchen trotzdem noch Metabolism 5. So, den haben wir natürlich schon. Ach komm.
Und wollte den Crit damit springen. Was bist du hier für einer? Okay, du kannst schon mal nicht so viel. Blast. Imagine, man würde sich durchlesen, was die Sachen überhaupt können. Ich nehm's einfach. Wird schon gut sein. So, die Gegner mag ich nicht. Die sollen mal ein bisschen rankommen. Wir haben so wenig Pickup-Range. Ich hasse es, mal rumzulaufen. Machen nichts außer laufen, fliegen. Kommen nicht mal wirklich ran. Okay. 10 Minuten nur noch. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Tanky Boys. Tritt da mal schon. Metabolism 5. Achievement. Damage für die Needles. So, worum ich mich auf jeden Fall mal kümmern will, ist die XP-Halskette, dass wir im Brunnen erst was abgeben, wenn wir sehr weit im Run drin sind und die wir vermutlich nicht mehr ziehen. Weil 40% XP, 50, glaube ich, ist echt gut. Kommen wir wieder in auf ein Achievements reingeflogen, viel Feuerschaden gemacht. Ach, der Cleric muss sogar Feuerschaden machen, ja, nice. Dann hat sich der Dragon's Breath ja gelohnt. Dann ist Burn Damage wohl kein Magic Damage, I guess. Level 60 erreicht. Ich muss euch um eine Sekunde bitten. Aha. So, weiter geht's. Ja, wir nehmen Attack Speed. Interessant. Ich würde sagen, macht er überhaupt was? Ah, oh, das können wir tanken. Okay, das ist natürlich sehr viele von den Statuen. Anzünden. Ja, das ist eine witzige Combo. Okay. Der
Drache muss weg. Weil der fängt an richtig zu nerven. Die Statuen sind natürlich übel, weil da brauchen wir Attack Speed für. Gut, dass wir Feuer haben, das tickt immer ganz gut. So, was nehmen wir hier? Crit Chance, Crit Damage. Da ist er down. Die Hydra ist down, okay. Langweilig. Richtig langweilig. Ja, wir haben die Statuenphase geschafft, denke ich mal. Sehr schön. Und damit mit dem Dragon's Breath gemacht. Okay. Wollen wir neu. Crit Damage. Jetzt zwei Elite-Gegner gerade. Die kann ja auch echt gar nichts. Cat Shivers. Phantom Needles. Der wird richtig zerstört hier. Noch ein Upgrade. Kugelblitz. Phantom Split Upgrade. Entweder werden wir gleich übelst eingekesselt oder wir müssen weglaufen nach oben. Wir nehmen den Damage Buff hier nochmal mit. Schaden kann sie kriegen, aber können die auch sterben? Ist die Frage. Pickup Range, schnell. Komm, Mutterstark, das vertreibt uns einfach nur. Area.
3 Millionen Damage mit Phantom Needles. Hey, war doch ein Achievement. Wait, aber war das... War das bei General Achievements? Oh, ups. Dann hat es sich gelohnt, die zu nehmen. Range. Starker Run. Wir haben jetzt 100 Millionen Damage insgesamt gemacht. Roll Duration. 10.000 Gegner auf der Map hier getötet. In einem Run, mehr oder weniger. Ein Magnet, das ist natürlich ein Banger. Wir haben gerade ein Achievement bekommen, dass wir 50.000 Damage Effekte applied haben und 500.000. Ist das gerade reingepatcht worden? Haben wir gerade in der ersten Sekunde das Achievement bekommen? Das ist ja weird. Attack Speed und Roll Cooldown, okay. Damage. Boah, es geht immer noch weiter. 750.000 Damage mit dem Golem gemacht. Wir haben so lange überlebt, dass wir nur 2 Minuten über sind. Mal 5 Millionen Damage mit den Arcane Splintern gemacht. Oh, hier können wir auch Damage farmen, oder? Hier ewig bleiben. Wait. Hey. 2 Mille Damage mit dem Dragon's Breath. Muss man Speed? Ne, Duration nehmen wir mal. Will nicht von denen getroffen werden, wenn ehrlich. Oh, wir sind unverwundbar. Ja, nice. Dann laufen wir denen hinterher. So, jetzt wird's voll. In der letzten Minute spawnt immer alles, was geht. Millionen Magic Damage in einem Run gemacht. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Der hit und rein wie ein Truck, okay. Bisschen mehr Movement Speed würde hier echt helfen.
Ja, der war erstaunlich einfach. Also der erste Boss war viel schwieriger. Vor allem, wenn man weniger Movement Speed hatte, weil der einen straight up gerundown hat. Und dann in einem diese Schädel spawnt. Der hier war ja ziemlich chill. Und jo, das war mal ein absoluter Power-Run. Die Needles haben am meisten DPS gemacht. Wow. Okay. 6,5 Mille. Splinter 2 Mille. 2 Mille durch Feuer. 2,5 Mille durch den Burn. 1 Mille den Golem, den haben wir auch ziemlich ignoriert, actually. Und 4 Mille durch uns. Glaubt ihr Geld? Was haben wir frei? Dedication 4 haben wir jetzt frei. Gold. False Blessing Trade. Gucken wir uns gleich an. Gold. Effect on Hit Chunks können wir jetzt upgraden. Aha. Gold, Gold, Gold. Viaduct Starting Ability. Gut, ja, wir haben jetzt hier einen Startskill. Das haben wir nach der Hydra. Das sind wir aber auch schon durch. A Stream of Fire Upgrade für Dragon's Breath haben wir. Neuen Trade Type Power und Pinpoint für die Needles. Gold. Wir haben die Sorceress frei. Gold, Gold, Gold. Für den Golem Adjustment und Power Trade. Arcane Unrest für die Arcane Splinter Upgrade. Incineration und Agony für den Dragon's Breath. Und Gold, Gold. Und weil wir den Boss gelegt haben, Gold. Wow, gut. Das war eine Menge Achievements heute. Wir haben die gute Sorceress frei. Wir schauen uns hier mal an, was für Summons wir haben. Oder Blessings, nicht Summons. Revives können wir holen. Attack Range Pickup, Effect on Hit Chunks, ja. 6% pro Einkauf. Was ist denn. Was sind denn Wrong Blessings? What? Was verpasst? Oder ist das ein Skill von ihm? Nun denn. Was auch immer, I guess. Wir kaufen uns den Ring. Mit Damage packen wir auch hier direkt mal rein. Und das auch geil ist. Einen Helm brauchen wir noch. Nicht Defense Sure. Ah, da fehlen noch einige coole Damage-Sachen. Das ist unser Magic Build. Die Sorceress wird Magic Damage machen. Dann gehen wir hier mal Magic Type. Attack Type wird zum Feuer. Obwohl, wir nehmen das mal raus. Wir gucken, was sie standardmäßig kann. Wir geben ihr Crit Damage. Okay. Wir gehen für den Crit Build und gucken, was kommt. Weil wir so viel Gold haben, kaufen wir uns hier halt mal dicke Upgrades. Ne? Gold Gain direkt maxen.
Ein Revive? Ja. Eigentlich sind wir schon ziemlich fein bisher. Erstmal die anderen Sachen. Attack Range, ja. Pickup Range, ja. Effekt und Hitchance kaufen wir einfach mal mit rein. Movement Speed. Region. Nee. Damage. Und Attack Speed. Okay. Da können wir uns nichts mehr kaufen. Sind wir stacked. Und ja, das war's für heute. Wir gucken nochmal, was uns als nächstes erwartet. Haben wir jetzt eine neue Map? Nee. Zwei Maps sind hier noch. Okay. Ja gut, aber der Boss von Ember Grounds fehlt uns noch. Dann gucken wir da als nächstes wohl mal rein. Sind die Milestones, haben wir jetzt einige Sachen hier. Dreimal noch, okay. Wir sind jetzt bei 57% XP-Bonus, nice. 200.000 Gold, das kommt automatisch. 40 Items kaufen, okay, da sind noch einige Items, die uns fehlen. Achso, aber auch die ganzen Bottles natürlich. Okay. Gibt uns alles Geld. Kommt automatisch. Debuffs applyen kommt automatisch. 100 Bosse insgesamt, ja. Gegner kritten. Das ist alles, naja, General Milestones. I like. Steady Shield. Da haben wir die Sorceress. Level 30 erreichen, klar, wir sind noch nicht mehr. Unholy Crusade. Das haben wir geschafft. 10 Stacks Fragile auf einen einzelnen Gegner gleichzeitig. But damn, okay. Und Level 100 erreichen. Ah, Radiant Aura hätte der gebraucht. Ja, okay. Nehmen wir das nächste Mal bei ihm. Oh. Okay, dann müssen wir die Max Health refunden. 28 Minuten überleben, ohne irgendwie Max Health von ihm zu upgraden. Für den Bloodcatcher. Okay, interessant. Ember Grounds. Was fehlt uns hier? Wow, wir haben echt nicht viele Gargoyles getötet. Aber es gibt doch nur Geld. Den Rest haben wir. Hier müssen wir Imps töten. Lord töten. Und Scorch töten. Ja, okay, also einmal nur noch durchkommen. Hier müssen wir wenigstens noch Skills benutzen. So, aber nichts Spannendes mehr, wofür wir gehen müssen. Groß, wir gehen Ember Grounds rein, gucken uns die Sorceress an. Gut. Ist ein Plan. Das soll es für mich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Anregungen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.